Also ich gehe davon aus, dass ich grün hinkriegen muss. Okay, pass auf. Dann schauen wir mal. Also das hier leuchtet... Nein, wann leuchten die denn? Nee. So würde das leuchten. Ich brauche, dass das da leuchtet. Das heißt... Ah, das brauche ich. Also da, diese Verbindung hier ist notwendig. Kann ich die auch... Nee, ich kann die nicht anders herstellen. Also diese Verbindung muss sein. Oder kann ich die eventuell auch... Nee. Nein, das muss so sein. Okay, also das hier, diese drei sind ein Muss, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. 1, 2, 3. Okay. Die Frage ist, wann leuchtet das hier? Guckt mal hier. Und zwar brauche ich das für Knopf 1. Also Knopf 1 ist das hier. Das heißt, es müsste doch funktionieren, wenn ich jetzt so mache. Zuppi. Das hätten wir. Ich habe das mit den Zahlen ignoriert und nicht gesehen. Es tut mir leid, sonst wäre ich schneller drauf gekommen. Okay, Constable! Kann ich kurz etwas fragen? Hm. Der Kopierer funktioniert wieder. Hm? Könnten Sie mir jetzt meine Akte kopieren? Klar, ich schicke die Kopie dann an Ihren Anwalt. Die Kopie Ihrer Akte. Ach so, die kann ich auch selbst verschicken. Der Inspektor besteht darauf, dass keine Akten unbeaufsichtigt das Gebäude verlassen dürfen. Verstehe. Hm. Scheiße. Constable? Hm? Wann geht denn die Post raus? Mein Anwalt braucht die Kopie so bald wie möglich. Ich werfe sie nachher in den Briefkasten. Sie sollte heute Nachmittag abgeholt werden. Danke. Auf Wiedersehen, Constable. Hm. Okay. So, und jetzt will ich aber einmal ins Café und gucken, ob da gerade der Teufel los ist. Weil der Inspektor ja obvious was mit... Der Kellner des Cafés, ein recht steifer Typ. Vielleicht hat er einen Stock verschluckt? Ach, ich frag ihn einfach. Hallo, haben Sie einen Stock verschluckt? Hi. Schönen guten Tag, Sir. Sie sehen mir fast aus wie ein Kellner. Das haben Sie vollkommen richtig erkannt, Sir. Mein Name ist Edward. Kennen Sie den Inspektor? Aber sicher. Er ist ein sehr guter Kunde. Vielleicht etwas zu gut. Er hält Denise gern von ihrer Arbeit ab. Und sie lässt sich gern ablenken. Dann ist das vielleicht nicht der richtige Job für Sie. Im Gegenteil, Sir, und das sage ich Ihrem Vater auch immer wieder, sie ist genau die Richtige. Sogar die Handwerker aus dem Schloss kommen für einen Kaffee extra vorbei. Mhm. Was können Sie mir über Willow Creek erzählen? Ein ruhiger Ort. Schlecht für Hebammen, die wären hier arbeitslos, aber ideal für Schriftsteller, falls sie Krimis schreiben. Oder Horrormärchen. Ein hübsches Café ist das. Danke, Sir. Ich gebe mir jede Mühe, dass es auch so bleibt. Sind Cafés in England nicht etwas unüblich?
Wenn Sie meinen, Sir. Aber ich finde, dieser Ort hier hat eine Alternative zu dieser Säuferabsteige da drüben verdient. Sie haben hier jede Menge Fotos von den Leuten aus Willow Creek. Haben Sie auch welche von den Gordons? Bedauere, Sir. Die Gordons verkehren nicht in diesen bescheidenen Räumen. Wo verkehren sie dann? Soviel ich weiß, verlassen sie ihr Anwesen äußerst selten. Früher fuhren sie jeden Sonntag zur Kirche, aber auch das tun sie seit längerem nicht mehr. Ich muss dann mal wieder. Beehren Sie uns bald wieder, Sir. Okay. Ich gehe da besser vorerst nicht mehr rein, sonst erteilt Denise mir noch Hausverbot. Ich dachte eigentlich, dass die jetzt erwischt werden und hier... Okay, das ist meine letzte Möglichkeit, an den Brief mit der Akte zu kommen. Irgendwie muss ich verhindern, dass der Brief unwiederbringlich im Postsack verschwindet. Haben wir vielleicht eine Tüte oder sowas? Dass wir die da so reinhängen? Was? Tante-Emma-Laden. In dem waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Oh. Was sind die denn? Was hatte die denn? Oh. Ein Einkaufskorb. Brauche ich nicht. Ich will mich hier nur umsehen. Messer. Dun, dun, dun. Ich hoffe, Sie wollen damit nur Gemüse schneiden. Hm. Mister? Schön! Natürlich wollen wir damit nur Gemüse schneiden. Porridge, Tütensuppen und kiloweise Puddingpulver. Die berühmte englische Küche auf einen Blick. Hier wurden die aktuellen Apfel-, Brot- und Milchpreise aufgeschrieben. Günstiger geworden? Ja, ist alles günstiger geworden. Tee. Tee, Tee, Tee und Tee. Querbeet. Vom Arztroman bis zum Zen-Ratgeber ist alles vertreten. Da werden Gurken drin sein. Alle wichtigen Tageszeitungen sind da. The Final Times, The Moon... und der Willow Creek Telegraph. Okay, Kaffeebohnen. Durch den offenen Sack Kaffeebohnen riecht es hier im Laden wirklich angenehm. Milch. Eine Kasse. Marke Fossil. Und sie heißt... Araya? Irgendwie sowas? Bonbonglas. Bonbons für Kinder, von denen ich bisher nicht eins gesehen habe. Ja, das einzige Kind hat dein Vater umgebracht. Wanderkarten der Umgebung. Unentbehrlich für einen auf Kaution freien Mordverdächtigen wie mich. Die Verkäuferin guckt. So, ich wurde rausgekickt und bin jetzt wieder da, nur einen Tag später. An apple a day keeps the doctor away, hat meine Mom immer gesagt. Naja, eine meiner Moms. Eine meiner Moms, okay. Ein Hauch Frankreich in Willow Creek. Diverse Sorten Räucherwerk. Tabak, Zigarren, Pfeifenkram. Die Bewohner von Willow Creek scheinen viel und gern zu inhalieren. Gerne? Da laufen gerade Nachrichten. Ich gehe davon aus, dass das den ganzen Tag so weitergehen wird. Vielleicht zeigen sie zwischen den Nachrichten auch Dokumentationen über Schwerlasttransporte oder Flugzeugträger. Interessiert mich aber nicht. Brandy, Likör und verschiedene Whisky-Sorten. Alles, was das einsame Herz begehrt. Man hat hier nicht wirklich viele verliebte... Bonbons für Kinder. Wanderkarten der Umgebung. Die Verkäuferin guckt, als ob ich ein Dieb oder Schlimmeres wäre. Ja, so gefällt mir Gemüse. Mikrowellenfertig auf einem Steak. Nein, nein, ich wollte nicht raus. Geh wieder rein. Wir terrorisieren sie noch ein bisschen.
Eine Kasse? Marke Fossil, ja. Habe ich jetzt alles? Eier. Huge Eggs. Große Eier von großen Hühnern. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich find's lustig. Tee, Tee, Tee und Tee. Oh, die Messer sind weg. Da waren doch vorher jede Menge Messer drin. Oder irre ich mich? Ausverkauft. Alle Messer sind weg. Also entweder findet hier demnächst ein Kochwettbewerb statt oder ganz Willow Creek hat sich bewaffnet. Sie hat sie weggeräumt, weil sie Angst hatte. Geil. Okay, ich kann Eiscreme angucken. Eiscreme. Genau meine Sorten und die Größe stimmt auch. Wow, ein riesiger Kühlschrank. Das ist der Echo Freezer 100. Steht zumindest da. Das sind ja transsilvanische Mengen Knoblauch. Vampire werden den Laden bestimmt nicht überfallen. Ich glaube, jetzt haben wir hier alles, oder? Außer ihr, ja. Das muss die Verkäuferin sein. Mit Trillerpfeife um den Hals. Sieht etwas nervös aus. Ob das an mir liegt? Wahrscheinlich. Hallo. Was wollen Sie hier? Das ist doch ein Laden, oder? Dann will ich vielleicht etwas kaufen. Okay. Okay. Ich bin übrigens Darren. Ich weiß genau, wer Sie sind. Ach ja? Wer bin ich denn? Sie sind dieser Brandstifter aus der Zeitung. Ich zünde Ihren Laden schon nicht an. Abgesehen davon bin ich unschuldig. Ganz bestimmt. Aber würden Sie bitte nicht zu lange bleiben? Ich muss sonst die Polizei rufen. Na klar. Und zwar ohne Telefon. Ich nehme einfach meine Pfeife. Herzlichen Glückwunsch. Was ist das hier, die Shoppingmeile von Willow Creek? Wir haben alles, was die Leute so brauchen. Normalerweise. Bestellen geht auch. Das wäre dann nächste Woche da, wenn Ihnen das reicht. Das wird nicht nötig sein. Ich sehe mich einfach mal um. Die alte Dame, die rausgelaufen ist, als ich kam, kann es sein, dass sie ein bisschen verrückt ist? Dorothy! Ach wo, die ist genauso verrückt wie Sie. Und ich meine, sie ist in Ordnung. Von ihr stammt die Idee mit meiner Trillerpfeife. Aha. Haben Sie Angst vor mir? Aber nein! Ich habe doch meine Trillerpfeife. Sobald mir jemand zu nahe kommt, pfeife ich. Das ist so laut, das hört sogar der Totengräber in Warm Hill. Clever, Abaya. Woher kennen Sie meinen Namen? Sie haben da so ein Schildchen. Ach ja. Ist übrigens ein sehr ungewöhnlicher Name, Abaya. Woher kommt er? Indisch. Gefällt er Ihnen nicht? Oh doch, er klingt sehr schön. Bedeutet er auch irgendwas? Die Furchtlose. Ah, auf jeden. Ich würde gerne eine dieser Wanderkarten kaufen. Nehmen Sie nur. Sie brauchen gar nicht zur Kasse kommen. Ist ein Geschenk des Hauses. Oh, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Na, okay. Ja. So, wir gehen hier erstmal wieder raus. Schauen wir nochmal den Briefkasten an. Der Postsack ist in eine Art Aufhängung gespannt. Ich könnte dort irgendwas drauflegen, damit der Brief nicht in den Sack fällt. Die Speisekarte vielleicht? Das Brett hat genau die richtige Größe. Es liegt direkt auf dem Postsack auf. Wenn der Constable den Brief einwirft, kann ich ihn ganz einfach wieder herausziehen.